Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und ich zeige euch heute, wie man einen Kreisverkehr für Züge in Satisfactory baut. Beim letzten Mal hatten wir da vorne eine Themenkreuzung gemacht, die habe ich ein bisschen erweitert, dass wir unsere Schienen auch hier kriegen. Und dann habe ich eine 8x8 Plattform hier. Und da kommt unser Kreisverkehr drauf. Das sind dann quasi die vier Richtungen, in die es wieder weggeht. Und hier unten kommen wir halt rein. Vom Kreisverkehr entfernt, also von unserer Plattform, brauchen wir 3 Platz zu den Schienen. Als erstes setzen wir uns hier auf die Mitte, Mitte eine Hilfsschiene. Das gleiche machen wir auch hier. Hier und hier. So. Das ist, damit wir gerade Anschlüsse haben und damit klarkommen. Jetzt müssen wir irgendwie diese Kurve füllen. Einfach nur, also wenn wir einfach nur den machen, haben wir nicht genügend Anschlusspunkte für Weichen. Also, wir gehen von dem Stück hier rüber. Packen uns quasi auf die Kante hier oder die Verbindung zwischen 4 Teilen, gehen 2 rein und einen runter. Dann haben wir den Effekt, dass wir diese Kante da, also genau diesen Bereich hier quasi kurz vor dem Eckstück haben. Das gleiche machen wir auf dieser Seite. Wir gehen bis hier hin, da drauf. 2 rein, einen runter und es sieht genauso aus. Und das können wir jetzt wunderschön verbinden. Damit haben wir schon mal den ersten Teil drin. Wir können hier jetzt sogar wunderbar unsere Schienen anschließen. Hier könnten wir, also wir hätten natürlich auch halbe Kreise, beziehungsweise was ist das, dann Achtelkreise machen können. Das funktioniert aber nicht, weil wir dann immer zu nah an einer anderen Weiche sind. Das wurde irgendwann mal im Spiel geändert. Ist jetzt gerade für uns eher doof. So. Jetzt können wir den hier auch schon wieder wegnehmen, weil wir machen einfach von hier aus das gleiche, was wir gerade getan haben. Dahin. Dahin. Da dran. Und können auch schon die nächste Runde anschließen. So. Gleiche machen wir mit diesem hier. So. So. Anschließen. Den dran. Den dran. Jetzt kann der hier weg. Wir können den machen. Und der kann auch weg. Schon haben wir unseren Kreis fertig. Ja, eben da anschließen, da anschließen und unser Signal da vorne hat aufgehört zu blinken, weil fährt wieder ein Signal an. Ja, wunderbar. In alle Richtungen geht das weg. Jetzt ist es natürlich blöd, wenn von da ein Zug kommt und hier durchfahren will in die Richtung und hier kommt einer, die kollidieren relativ zügig. Das heißt, wir haben hier wieder das einfache Prinzip Fahrtsignal beim Eingang. Das heißt auch dort ein Fahrtsignal und dort eins und entsprechend dort eins. Und bei den Ausgängen Blocksignal. Also einmal dort. Wir werden jetzt alle ein bisschen meckern, weil sie da hinten keinen Anschluss haben. Außer der wird sich freuen. So. Das heißt, wie gesagt, der und der meckern. Die kennen sich alle.
damit haben wir die Grundzüge eigentlich schon fertig. Jetzt könnten wir noch überlegen, ob wir weitere Signale einbauen, um zu verhindern, dass wenn ein Zug hier einfach nur so rum abbiegen will und der hier möchte geradeaus, dann muss dieser Zug den ja nicht blockieren. Und das kriegen wir hin, indem wir sagen, nehmen wir unser Blocksignal. Wir beenden hier quasi unseren Block. Und starten dort einen neuen Pfad. Ne, komm hier. So. Das heißt, wenn der hier durch will, dann kann er das tun. Und der wird anhalten. Andersrum, wenn der hier einfach nur vorbei will, kann er durchfahren. Machen wir das Ganze nochmal hier vorne. Also immer an den Stellen, wo unsere rechte Schiene reinkommt, packen wir ein Blocksignal rein. Und wo sie dann nach rechts wieder rausgeht, kommt halt ein, haben wir es, Fahrtsignal hin. So. Und schon sagen alle Signale, außer denen, die jetzt keinen Anschluss haben, es wäre alles gut. Ich gehe jetzt mal eben hin, baue ein paar Bahnhöfe, damit wir den Spaß auch durchtesten können und packe mal ein paar Züge mehr drauf. Bis gleich. So, ich habe mal ein bisschen die Bahnhöfe aufgebaut. Da einen, da hinten einen versteckt, der fährt da im Kreis. Ja, alle Signale funktionieren jetzt und diverse Züge dazu gepackt, die jetzt schön wie auf einer wunderschönen Modelleisenbahn einfach hier hin und her fahren. Die Fahrt durch den Kreisverkehr geht ein bisschen langsam. Durch die verschiedenen Signale und wieder was frei ist und und. Aber bisher keine Kollision. Ihr guckt jetzt, darf da so weit einfahren, bis dahin. Muss jetzt warten, bis der Kollege die Kurve geschafft hat. Holy crap, dafür braucht ihr wirklich lange. Jetzt kommt er an. Habe ich jetzt irgendwo einen Stau gebaut? Ne? Ah, er hat auf den gewartet, weil jetzt darf er auch da lang. Genau. Er will offensichtlich dahin. So funktioniert das. Ich bin überrascht. Ich habe wirklich keinen Kabums bisher gehabt. Weiß ja nicht. Die fahren auch jetzt alle unterschiedliche Routen, alle Bahnhöfe ab. Wie sieht es bei dir aus? Du musst auch warten. Wohin willst du? Du willst jetzt wahrscheinlich dahin, ne? Ja. Okay, die Strecken hier zwischen sind ein bisschen kurz dafür. Aber das hat soweit gepasst. Jetzt muss er hier warten. Irgendeiner ist gerade hier durchgefahren. Nach dahin, genau. Also, Kreisverkehr funktioniert. Der haut wieder ab, der darf da rein. Wunderbar. Mit mehr Signalen und längeren Strecken, was ja dann realistischer wäre, wird das auch ein bisschen fluffiger gehen hier. Warum dieser Kreisverkehr so ewig lange dauert, weiß ich auch nicht. Ja. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.